Herzlich willkommen zum offiziellen FAQ-Day von Rave the Planet. Ich bin Resi, neben mir sitzt Dr. Motte und wir beantworten jetzt mal alle Fragen, die in den letzten Wochen über die Community reingekommen sind, zu der großen Rave the Planet Parade. Als allererstes fangen wir mal mit dem Simpelsten an. Wird die Parade denn auch wirklich stattfinden? Also wir haben die Parade angemeldet. Die haben wir schon eigentlich vor 2 Jahren schon angemeldet, weil wir wollten das ja eigentlich schon 2021 machen. Inzwischen ist das jetzt halt dann durch die Pandemie verschoben worden und wir haben jetzt ein Datum für die Parade. Da werden wir jetzt mit der Polizei und mit der Versammlungsbehörde noch sprechen und auf jeden Fall werden wir die Parade machen, weil wir haben es eigentlich satt, dass wir jetzt seit 2 Jahren das im Prinzip nicht mehr machen konnten und dass wir auch die Clubs so lange zu hatten. Und es gibt ganz viele Leute, die unbedingt das auch wollen, dass es wieder stattfindet. Und das haben wir uns dann halt auch wirklich zum Herzen genommen und haben gesagt, also wir wollen ein traditionelles Datum, das wir früher auch in den 90er Jahren mit der Parade auch immer hatten, nämlich den zweiten Samstag im Juli wieder aufleben lassen. Wir wollen die Geschichte der Love Parade wieder fortsetzen und wir nennen es jetzt Rave the Planet Parade und die wird am 9. Juli 2020 in Berlin stattfinden. Also 9. Juli könnt ihr euch im Kalender schon mal rot markieren. Und was ist eigentlich eine Parade, kam als Frage rein. Also eine Parade ist eigentlich eine Tradition, die wir entwickelt haben in den 90er Jahren in Berlin und die dann auch viele Nachahmer gefunden hat. Und zwar war die Idee, warum gehen wir nicht tanzenderweise auf die Straße mit kleinen Wagen oder mit großen Wagen, wo dann Soundanlagen drauf sind, wo dann Musik gespielt wird. In diesem Fall ist es dann Technomusik. Und damit ziehen wir dann durch die Stadt. Und jeder ist herzlich eingeladen, dabei zu sein. Und jeder ist auch herzlich eingeladen, auch einen Wagen zu machen. Und das sind dann halt DJs, Labels, Clubs im Umfeld oder aus dem Feld der gesamten elektronischen Musik sind herzlich eingeladen, dabei zu sein. Die werden sich dann auf der Parade präsentieren, weil wir als Rave the Planet, als gemeinnützige GmbH, möchten gerne die Kultur präsentieren, so wie wir das in den 90ern auch gemacht haben. Und deshalb ziehen wir dann mit den Wägen, mit der Musik tanzenderweise durch die Stadt. Das ist eine Parade, eine Techno-Parade, wenn man so will. Das kann man auch zum Beispiel dann sehen. Es gibt ja nicht nur Techno-Paraden in Berlin, wie es sie gegeben hat und auch immer noch gibt, wie zum Beispiel auch den Zug der Liebe in Berlin und die Fuck Parade, die auch noch stattfindet und diverse andere Paraden. Aber die Mutter aller Paraden ist eigentlich die Love Parade. Und da wollen wir eigentlich dann anschließen und am 9. Juli dann wieder durch die Straßen ziehen. Genau, das ist auch eine Frage, die reinkam. Wird denn eben diese Parade so sein wie die Love Parade? Also vom Spirit würde ich mal sagen, von uns aus schon, weil wir möchten da gerne anknüpfen. Also dass wir wieder mit Techno und allen Genres, die es im Techno gibt, also House und Trance und Hard und Soft und Langsam und Schnell, alles was dazugehört, präsentieren. Und das war auch immer das Anliegen der Parade. Und wir wollen natürlich auch dann für ein besseres Miteinander und für den Frieden in der Welt demonstrieren und natürlich auch für bessere Bedingungen für die Clubkultur in Deutschland sowieso auch. Und das ist, deshalb haben wir auch eine Demonstration angemeldet, dafür, dass wir halt bessere Bedingungen in der Zukunft haben für die Techno-Bewegung. Okay, also quasi eine Demo für den guten Zweck, bei der man auch tanzen kann. Und gibt es denn ein Motto? Also wie lautet das denn? Es gibt ein Motto und das Motto haben wir ausgewählt, weil wir haben da auch diskutiert miteinander und hatten dann viele Vorschläge und am Ende ist dabei rausgekommen, das, was wir eigentlich wieder wollen,
ist etwas Gutes, weil wir wollen wieder zusammen sein. Und deshalb ist unser Motto Together Again. Ja, das ist schön, finde ich gut. Ich möchte gerne mit allen wieder zusammen tanzen, auf die Straße gehen. Und das Allerwichtigste, was wir jetzt mal klären müssen, weil die Frage kam sehr, sehr oft, ob es denn Tickets gibt für die Parade und wo es die gibt. Also es wird Tickets geben, allerdings nicht für die Parade. Oh, okay. Weil die Parade ist eine Demonstration und eine Demonstration ist am Ende offen. Jeder, der sich gerne anschließen möchte, kann natürlich kostenlos teilnehmen. Allerdings ist es so, es gibt ja Wagenmacher, die dann mit ihrer Community oder mit ihrer Idee das dann irgendwie auch umsetzen wollen und das kostet Geld. Und auch die Parade kostet auch Geld. Und da gibt es halt dann von verschiedenen Wagenmachern dann auch die Idee, dass sie dann halt sagen, naja, wer mit dabei sein will, kann gerne ein Ticket kaufen, um auf dem Wagen zu sein. Das ist ja auch eine Möglichkeit, wie man dann das finanzieren kann. Und dann gibt es natürlich noch die andere Situation, dass wir gerne auch Spenden sammeln, dafür, dass wir das umsetzen können, weil wir sind als Race the Planet eine gemeinnützige GmbH. Wir sind eine spendenbasierte GmbH. Und deshalb wäre es schön, wenn ihr alle vielleicht auch, wenn ihr die Idee gut findet, ein bisschen Geld in die Hand nehmt und das könnt ihr dann gerne an uns spenden. Und das könnt ihr gerne über www.racetheplanet.com tun. Dort ist dann ein Spendenbutton und dann könnt ihr gerne auch das unterstützen mit finanziellen Mitteln, weil wenn wir das finanziell nicht hinbekommen, dann findet auch keine Parade statt und ich weiß, wir alle wollen das. Also halten wir fest, auf der Parade könnt ihr umsonst tanzen. Wenn ihr auf dem Wagen wollt, gibt es Tickets. Eventuell oder so. Ne? Und wenn ihr die ganze Sache supporten möchtet, dann könnt ihr schon jetzt spenden. Wird diese Parade eine einmalige Sache, fragt hier Jan aus der Community, oder soll sie wie die Love Parade jährlich stattfinden? Also das ist eigentlich die Idee, dass wir da halt natürlich auch die Geschichte der Love Parade fortsetzen. Das heißt also, wir möchten eigentlich dieses Datum wieder etablieren. Und das ist auch Teil unserer Kultur, dass wir halt jährlich dann wieder demonstrieren werden und auch wieder auf die Straße gehen mit unserer Musik, weil wir damit auch quasi eine völkerverbindende Sache dann tun. Das haben wir in den 90ern ja auch schon erlebt, dass sehr viele Menschen genau deswegen auch zur Parade gekommen sind, nicht weil es nur um die Musik ging, sondern weil es auch so viele Menschen zusammengebracht hat. Weil man dann auch sieht, dass es auch etwas Völkerverbindendes ist. Und es kommen halt ganz viele Menschen dann aus der ganzen Welt zusammen oder auch aus Deutschland, aus verschiedenen Städten mit unterschiedlicher Musik und das bringt dann halt die Menschen zusammen und das wird halt dann auch wieder jährlich stattfinden. Das ist eigentlich der Plan, weil die Idee, die Uridee von der Love Parade war nämlich die, dass wir dadurch, dass wir das jährlich wieder tun werden, am zweiten Samstag im Juli, werden wir andere inspirieren, das auch zu tun in anderen Ländern. Das hat ja zum Beispiel 1992 dann auch die erste Street Parade in Zürich gegeben und die gibt es ja auch immer noch und die wird ja jetzt dieses Jahr auch wieder stattfinden, hoffentlich. Da gibt es jetzt auch so gerade Gespräche mit der Stadt, wie ich erfahren habe und das ist eigentlich auch der Plan, dass es dann auch wieder stattfinden soll. Und die haben wir jetzt auch die ganze Zeit eigentlich dann seit 92 auch jährlich die Parade gemacht und das ist halt dann auch dort anerkannte Kultur. In der Schweiz. Und das finde ich halt ganz großartig, dass das dann wirklich so weit gekommen ist, dass sie halt so lange das getan hat, dass das dann die Regierung dann gesagt hat, wir anerkennen das als Kultur und dadurch ist es dann eine geschützte Kultur, als lebendige Kultur. Und da wollen wir am Ende dann eigentlich auch hin, weil wir haben ja mit der Rave the Planet GmbH haben wir dann ja auch die Technokultur angemeldet, also haben Antrag gestellt auf immaterielle Kulturanerkennung bei der UNESCO und das haben wir letztes Jahr im November getan und das ist halt die Parade, ein Teil dieser Kultur. Ja, jetzt warten wir dann noch
paar Jahre und müssen erstmal abwarten, wie das sich dann entwickelt, wie die Entscheidung dann ist. Was da rauskommt. Was dabei rauskommt, ja. Also wir haben den Antrag abgegeben und jetzt heißt es abwarten, weil wir müssen das erstmal, weil so geht es halt in Deutschland, erstmal in Berlin abgeben an die Politik. Die gibt es dann weiter an den Bund und dann geht es vom Bund dann aus an die UNESCO und die entscheidet, ob das dann halt wirklich schützenswürdig ist. Also wir haben da alles reingeschrieben, was wir wussten, auch weshalb das dann eventuell Probleme geben könnte, weshalb das dann nicht mehr fortgesetzt werden kann, wie zum Beispiel Gentrifizierung und andere Probleme. Und da ist es halt so, dass das dann anerkannte Kultur ist und daran arbeiten wir auch. Okay, das heißt, die Parade dieses Jahr ist nur der Anfang. Ist nur der Anfang. Also das wir planen Anfang, eigentlich Leute. Wirklich, also das ist das, was wir wollen. Wir wollen es wirklich jetzt wieder jährlich stattfinden lassen. Okay, und dann kam hier von Jiri die Frage, werdet ihr Berlin für die Parade absperren? Also ganz Berlin abzusperren ist auf jeden Fall schon mal ein krasses Vorhaben, Leute. Aber ja, genau, das glaube ich erstmal nicht, ne? Also das ist auch unmöglich. Also ja. Absperren, das geht nicht. Also wir haben mal uns angeguckt, was wir alles machen müssen, wenn wir jetzt eine Bühne aufbauen wollten. Mhm. Wie teuer das wird und was wir da alles absperren müssen. Also allein nur in Berlin im Tiergarten, das ist so teuer, dass, da sagen wir, das ist also gar nicht hilfreich für die Kulturpräsentation. Deshalb machen wir auch nur einen Umzug mit Wagen und auch quasi mit Auftaktkundgebung und Abschlusskundgebung, aber ohne Bühne, weil das ist im Augenblick nicht bezahlbar. Das ist so teuer, das kann man sich gar nicht vorstellen. Okay, aber wenn es ja auf den einzelnen Wagen quasi wie kleine Bühnen gibt, dann braucht man ja auch keine großen. Ja, ich sehe das eigentlich auch so, weil eigentlich ist jeder Wagen eine einzelne Bühne. Genau. Also von daher könnte man sagen, es gibt ganz viele Bühnen. Und dann kommen wir gleich zu den Massen, die ihr erwartet. Wie viele TeilnehmerInnen erwartet ihr denn dieses Jahr? Also ich erwarte eigentlich das, was man jetzt so sagen könnte, was man zum Beispiel auf der Facebook-Veranstaltung sieht von Rave the Planet. Da muss ich sagen, da sind jetzt inzwischen schon 60.000 Teilnehmer. Und da muss ich sagen, wenn man jetzt sagt, die Reichweite, die kann man also locker mal zwei oder mal drei nehmen. Mhm. Also dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass da locker über 100.000 Leute eventuell kommen. Und das ist dann halt schon auch eine Herausforderung. Ja? Also vielleicht sind es auch nur 60, ich weiß es nicht. Aber das ist auch schon eine ziemliche Nummer fürs erste Mal. Warten wir mal ab. Ja? Also ich bin sehr gespannt, wie es sein wird, aber ich habe keine Erwartungen. Okay, und wie kann man unterstützen oder sich einbringen, kam als Frage aus der Community. Das ist gerne gesehen, weil wir wollen das ja alles zusammen machen. Also wer sich gerne einbringen möchte, dann können wir auch da wieder über unsere Webseite www.ravestheplanet.com können sich die Leute gerne bewerben. Also wir haben diverse Themen, wo sich die Leute einbringen können, wie zum Beispiel Awareness oder Ordner und diverse andere Sachen, die alle zu tun sind. Da haben wir auch schon einige Leute und da gibt es also sehr viele Freiwillige, die gesagt haben, ja, ich finde das gut, ich will mich einbringen. Und dann könnt ihr euch gerne dann auf der Webseite www.ravestheplanet auch gerne melden und sagen, wir würden gerne mitmachen. Wie viele Spenden wurden denn bis jetzt gesammelt, möchte Andi wissen. Das ist so, wir haben ja im Januar 2020 haben wir ja gesagt, wir sind jetzt gegründet, wir wollen das wieder durchziehen. Haben also auch eine Pressekonferenz gehabt und dann ging es erstmal richtig los. Ja? Da kamen richtig viele Spenden rein. Das war also wirklich ganz, 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 ganz toll. Und wir haben natürlich dann auch, um das alles umzusetzen, wie zum Beispiel auch Container aufzustellen in der Mall of Berlin, weil wir haben gesagt, wir haben dann eine Idee, wir machen einfach mal ein Modell von der Parade 1999. Wir zeigen also die Strecke von der Straße des 17. Junis im Tiergarten. Dann könnte man so kleine Raver kaufen und Nein, man konnte die nicht kaufen, sondern wir haben am Ende dann für jeden, der ab 5 Euro eine Spende gemacht hat, haben wir eine Figur aufgestellt und derjenige, der gespendet hatte, konnte auswählen, welche Figur. Also man konnte die aber nicht besitzen oder kaufen. Man konnte nur sagen, okay, ich spende, ich finde die Idee gut und dann haben wir dann auf der Strecke dann halt das hingestellt. Außerdem haben wir dann noch Dienstleistungsspenden bekommen und auch Sachspenden. Die sind da alle mit eingerechnet. Aber reine Geldspenden, das ist so um 80.000.
Okay, das ist ja schon mal eine stattliche Summe. Das ist ja ganz gut, ja. So, jetzt kommen wir hier zur Route, wie am Ende die Parade verlaufen wird. Steht die Strecke denn schon fest, möchte René aus Nürnberg wissen. Also wir haben in der Vorbereitung natürlich auch uns angeguckt, wie kann man denn so laufen und wo soll die Strecke denn so lang ziehen. Und die Idee war, dass wir gerne die alte und die neue Parade gerne zusammenbringen würden. Deshalb haben wir uns gesagt, wir starten gerne am Kuhdamm. Weil 1989 am 1. Juli haben wir nämlich am Wittenbergplatz gestartet und das waren so 120 Leute und sind den Kuhdamm dann bis zum Adenauerplatz und wieder zurückgelaufen mit unserer damaligen Acid House Musik, weil es war damals halt so. Und das hat sich dann halt bis 95 dann halt dort entwickelt. Dann sind also 1995 waren dann 350.000 Leute da. Und damit war der Kuhdamm dann voll. So voll, dass man sich eigentlich Sorgen gemacht hat, wie kommt denn da jetzt eigentlich noch ein LKW durch mit Musik und so weiter. Und dann sollen die Leute da auch noch tanzen. Das war schon eine ganz schöne Herausforderung. Und deshalb haben wir gesagt, wir ziehen um in den Tiergarten. Und da ist ja dann bekannt, dass wir da quasi um die Siegessäule auch getanzt haben. Also wir haben dann eine Strecke gehabt, die ging vom Ernst-Reuter-Platz bis Brandenburger Tor auf der Straße des 17. Junis. Das war halt dann die Paradestrecke. Also was ich auch immer schön fand, das war auch auf dem Kuhdamm immer schon, dass sich dann die Wägen auch begegnet haben. Und es war immer dann ein großes Hallo. Die einen waren aus Köln, die anderen waren aus Hamburg und wieder andere aus Berlin. Das war immer dann ein großes Jubeln. Yeah, haben die sich gegenseitig überholt? Oder nein, die sind aneinander vorbeigegangen. Waren die einen auf der einen Seite, die anderen auf der anderen Seite und haben sich dann, sind sich dann begegnet. Okay. Und da haben sich dann wirklich dann die Techno-Familien haben sich wirklich dann also gefeiert, gegenseitig. Ja, wir sind da und so weiter. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen also dann vom Kuhdamm anfangen, ziehen dann quasi über Neuen Dorfplatz, Breitscheidplatz, dann zur Potsdamer Straße, wollen dann zum Potsdamer Platz und zum Brandenburger Tor und dann vom Brandenburger Tor ziehen wir dann in die Straße. Des 17. Juni zum Großen Stern. Und auf dieser Strecke, also auf der Straße des 17. Juni, findet dann sozusagen die Abschlusskundgebung statt. Und dort werden auch dann an den jeweiligen Zwischenpunkten, haben wir so 7 bis 8 Zwischenpunkte, werden dann auch Reden gehalten, weil das ist die Auflage der Versammlungsbehörde. Das ist aufgrund des Versammlungsfreiheitsgesetzes, müssen wir Reden halten, sonst wird es als Versammlung oder als Umzug, als Demonstration nicht anerkannt. Deshalb wird es auch Reden geben. Also es wird eine Auftaktkundgebung geben, es wird Zwischenkundgebung geben und auch zum Abschluss wird es auch nochmal Reden geben. Und die gehen immer darum, dass wir halt Dinge einfordern, wie zum Beispiel Anerkennung der elektronischen Musikkultur als kulturelle Leistung oder Gleichstellung der elektronischen Musikkultur mit der gemeinen Kultur, dass wir also da auch eine Anerkennung finden, weil wir haben ja jetzt seit 30 Jahren hier etwas entwickelt, eine Tanz- und Musikkultur. Da ist also sehr viel bei entstanden, Musiksender, Clubs, ganz viele Labels, Vertriebe, Musikinstrumente, alles Mögliche ist ja neu entwickelt worden in der Zeit. Und deshalb kann man eigentlich davon sagen, das ist eine eigene Kultur und das fordern wir damit auch ein. Dann wollen wir natürlich auch für Künstler, das ist auch eine unserer Forderungen, auch ein bedingungsloses Grundeinkommen einfordern. Das ist eine Forderung, die auch andere Vereine und Parteien auch schon eingebracht haben. Das wollen wir gerne aufnehmen und es ist so, dass wir darüber dann auch Reden halten lassen. Also wir haben auch aus der Politik und verschiedene Leute auch eingeladen. Dann wollen wir gerne auch für die Abschaffung von Tanzverboten in Deutschland, die existieren nämlich auch an christlichen Feiertagen, ja, natürlich auch jetzt hier abschaffen. Ne? Also das ist etwas, wo wir auch für den und außerdem das Recht auf kulturelle und nonverbale Tanz- und Musikdemonstrationen, das wollen wir auch einfordern und deshalb dafür demonstrieren wir auch. Also wir haben jetzt hier 7 Punkte, für die wir auf die Straße gehen und das ist halt quasi das, was in der
Rave the Planet Parade quasi Thema ist bei den Reden. Und das haben wir so auch bei der Versammlungsbehörde angemeldet. Also das wird Reden geben, aber auch ganz viel tolle Musik. Kann man die Punkte aktuell schon irgendwo einsehen? Ich glaube, auf unserer Webseite kann man das sehen. Ansonsten werden wir das auch noch kundtun. Wer mehr darüber wissen will und alle News erhalten will, kann sich gerne bei unserem Newsletter anmelden. Und zwar geht das über unsere Webseite www.ravetheplanet.com. So, also wir halten fest, man kann ordentlich Sightseeing machen bei dem Demonstrationszug. Es geht an schönen Punkten vorbei. Und Christine und Friends, die ist hier anscheinend schon am Züge buchen, die will nämlich nicht ganz genau wissen, wo ist Start und wo ist Endpunkt? Also das hatte ich ja schon gesagt, also genau. Wir fangen am Kudamm an. Das wird ungefähr die Stelle sein, wo auch der Christopher Street Day in Berlin auch anfängt. Und dann ziehen wir dann bis zur Goldelse, also bis zur Siegessäule im Tiergarten am Großen Stern. Da werden wir dann unsere Abschlusskundgebung haben. Christine, ich hoffe, du bist gerade hier mit dabei und weißt jetzt ganz genau, wo du starten und wo du enden musst. Ja. Also das ist also von allen Seiten auch zugänglich. Wer dann irgendwann dazukommen will, der kann auf der Strecke das werden wir auch alles noch, veröffentlichen. Oder wer auch dann nicht mehr teilnehmen will, weil er dann irgendwie müde ist oder was auch immer, was passieren kann. Also es gibt die ganze Zeit ja Querstraßen, da kann man sich immer zurückziehen. Genau, also man kann auch nur einfach einen Teil mitfeiern, wenn man möchte. Und Christine hat ja aber einiges vor, die hat nämlich noch ein paar mehr Fragen gestellt. Wird es Getränke und Essen an der Strecke zu kaufen geben? Also da sind wir noch in Verhandlungen mit Caterers. Wir hatten diverse Caterer auch angefragt. Die haben leider alle zu viel zu tun schon, weil jetzt natürlich gerade Saison ist. Mhm. Und aktuell sind wir gerade dabei, was auszuhandeln. Es ist natürlich eine riesen Strecke, das sind 7 Kilometer. Und da muss man halt gucken, wie man das Ganze organisiert. Da sind wir also mittendrin. Also das ist allerdings so, dass jeder sich bitte auch um sich selber kümmern muss, was ein ganz wichtiger Aspekt ist, wenn ihr eine lange Anreise hattet oder sonst irgendwie. Es ist ganz wichtig, dass ihr genug Wasser trinkt. Ja? Weil das kann eventuell im Juli ein bisschen warm sein. Und es ist ganz wichtig, dass ihr dabei dann nicht dehydriert, sondern dass ihr ordentlich viel Wasser trinkt. Und dann könnt ihr auch ordentlich tanzen und dann schwitzt ihr das auch wieder aus. Also damit hat sich ja auch schon die nächste Frage von ihr quasi erübrigt. Kann man eigene Verpflegung mitbringen? Ja. Auf jeden Fall. Das sollte man auch machen. Auch. Wenn man Hunger hat, sollte man was zum Essen mitnehmen. Ansonsten halt sich auch ein bisschen auch selbst versorgen. Das finde ich also ganz, ganz wichtig, dass man sich auch um sich selber kümmert. Weil dann kann man auch entspannt tanzen. So, und wenn man jetzt den Rat von Motte annimmt und richtig viel trinkt, dann muss es auch am Ende irgendwo rauskommen. Und da kommen wir zur nächsten Frage. Raphael will nämlich wissen, gibt es schon Infos zu Toiletten, Hygieneregeln und sonstige Vorgaben der Stadt? Also es ist so, dass natürlich im Tiergarten gibt es natürlich dann wenig Möglichkeiten, dort dann auf die Toilette zu gehen. Und da sind wir dann auch in Gesprächen mit mobilen Toilettenanbietern. Und da wird es natürlich dann auch Toiletten geben. Das ist ja ganz selbstverständlich. Okay. Ja, weil wir wollen natürlich eine Parade sein, die bestens dasteht. Und wir wollen natürlich auch eine Parade sein, die jetzt keinen so viel Dreck macht. Deshalb ist auch bei uns dann auch so, dass wir sagen, wir wollen eine nachhaltige Parade sein. Wir wollen also auch mit Sachen umgehen, wie zum Beispiel, was hier eine Initiative hat, die haben dann halt so aus Zigarettenkippen, ja, aus den Filtern, die recycelt und haben da so Aschenbecher auch entwickelt. Und dort kann man es zum Beispiel dann auch reintun, zum Beispiel. Dann liegt es nicht auf dem Boden rum, sondern man sammelt es ein und macht es dann in den Mülleimer. Oder man gibt es dieser Initiative ab, die auch mit Bollerwagen zum Beispiel auch Zigarettenkippen und Kronkorken einsammeln, um zum Beispiel dann solche Taschenaschenbecher anzubieten, wie zum Beispiel den hier auch. Der ist auch aus recyceltem Material. Und dann gibt es auch noch, habe ich den hier, einen aus Metall. Den habe ich jetzt nicht hier. Nee, nur noch den aus Glas. Ja, ja. Also die sammeln dann auf jeden Fall die Kippen ein, um das zu recyceln. Das finde ich ganz großartig. Und die sind auf jeden Fall auch dabei. Und wir das heißt, die auch laufen mit ihren Bollerwagen dann ganz zum Schluss und sammeln alles ein? Die sind auf jeden Fall mit dabei. Also die sind auch außerhalb dieser ganzen
Konkurrenz, also außer Konkurrenz sind die dann dabei. Und die haben da einfach total Bock drauf. Das ist ein gemeinnütziger Verein und die wollen halt das dann halt auch anbieten, dass sie sagen, hier, lass uns doch einfach hier das recyceln und dann können wir hier alles besser machen. Und wir wollen ja keine Parade hinterlassen, die dann am Ende dann mehr Müll macht, als es vorher gewesen ist. Und das will ich selber auch nicht. Okay, also hier schon mal der erhobene Zeigefinger von Dr. Motte, der ihr sagt, Leute, nehmt euer Müll mit. Und auch, was ich in den 90ern auch schon immer gesagt habe, sage ich jetzt auch nochmal, bitte verteilt keine Flyer. Okay, kein Flyer verteilt. So. Ne, weil das ist ja auch, auch gar nicht notwendig, weil da sterben ja auch immer so viele Bäume von. Und das ist dann auch besser, wenn wir das nicht machen. Weil alle Informationen findet man ja heute im Internet. Ne? Also. Wohl wahr. Und wir werden das auch auf unserer Webseite, werden wir das natürlich auch kundtun. Und wenn ihr uns dann auf Facebook und überall in den sozialen Medien dann auch folgt, dann gibt es da auch alle Informationen über alle möglichen Partys, die stattfinden werden und so weiter und so weiter. Zum Thema Hygieneregeln wird es wahrscheinlich dann, was zu dem Zeitpunkt gewünscht wird von der Stadt, vermute ich jetzt mal, in die Richtung Maske, keine Maske, etc. Also das gibt natürlich dann Auflagen, das muss man dann halt sehen. Also das kann ich jetzt noch nicht sagen. Also das ist auch ein bisschen verfrüht. Wir haben gesagt, wenn jetzt, egal welche Regeln jetzt kommen, Hygieneregeln, wir werden es auf jeden Fall durchziehen. Weil lieber tanze ich auf dem Kudamm und auf der Laprade-Strecke, als wenn ich, also und auch mit Maske, als wenn ich das dann überhaupt gar nicht mehr mache. Hier ist jemand motiviert. Und motiviert ist auch Raphael, der nehme ich noch motiviert. Mit. Motiviert. Der kommt die Hessin in mir durch. So, wenn die Frage hier aufkommt, wenn ich jetzt meinen ganzen Kram hier mitnehme, so Getränke, Essen, Verpflegung, den ganzen Tag da irgendwie am Start sein möchte, brauche ich ja auch einen Rucksack. Gibt es irgendwie Gepäck, Rucksackverbot? Gibt es Kontrollen von Securities? Auf was muss ich mich da einstellen? Also es ist wichtig, dass wir natürlich alle an uns selber denken und auch an die anderen denken, dass wir natürlich dann zum Beispiel keine Glasflaschen mitnehmen, sondern eher Plastikflaschen, auch wenn das jetzt nicht so toll ist, aber es verursacht dann keinen Glasbruch und dann verletzt sich auch niemand. Und ansonsten machen wir keine Untersuchung von Rucksäcken und so weiter, weil wir sind ja kein Festival, das abgeschlossen ist, sondern wir sind ja offen. Genau, es geht ja und, gar nicht bei der Strecke. Ja, und es ist auch immer gut, mit dem Rucksack auf dem Rücken kann man ja auch viel entspannter tanzen. Ja. Also von daher machen wir keine Untersuchung. Die anderen drumherum haben da nicht so viel Spaß. Naja, guck mal, es ist halt so, wenn wir jetzt sagen, wir sind eine Strecke, die 7 Kilometer lang ist, das ist schon eine ziemliche Strecke. Und dann ist vielleicht, wenn wir jetzt nicht so viele Stände haben bezüglich Getränkeversorgung und der eine oder andere dann auch nicht so viel Geld bei hat, dann hat er auf jeden Fall eine Wasserflasche bei, ist immer gut. So, und wenn ich jetzt Bock habe von irgendwo her nach Berlin zu kommen, um an der Parade teilzunehmen, ist jetzt hier die Frage von Raffaele. Gibt es Sonderzüge der Bahn zur Parade? Also wir sind jetzt hier beim ersten Mal bei der Race the Planet Parade und wir fangen mal ganz von vorne an. Wir lassen es mal schön langsam angehen. Also wir haben jetzt Gespräche mit Bahn und so weiter nicht geführt, weil das war auch früher so, wenn es dann Sonderzüge gegeben hat, dann haben das Veranstalter gemacht und nicht die Bahn selber. Die hat vielleicht dann den einen oder anderen Zug dann gehabt, aber wenn sich jemand zum Beispiel aufgerufen fühlt, um das zu organisieren, dann kann er das gerne machen, aber bis jetzt gibt es keine Sonderzüge. Okay. Vielleicht in den nächsten Jahren, wer weiß. Noch die Chance besteht noch hier, Leute. Ne? Also mit dem Love Train dann nach Berlin, warum nicht? Wie sollte man sich vorbereiten, anreisen, Kleiden, gibt es sonstige Tipps? So, jetzt hau mal 3 gute Tipps raus. Also, was ich auf jeden Fall empfehle, ist festes Schuhwerk, ja, weil man weiß nicht, wie die Straße aussieht. Man kann auch mal irgendwie ausrutschen oder was auch immer, was dann auf der Straße liegt. Von daher ist eigentlich festes Schuhwerk immer ganz gut. Keine Flipflops bitte, Leute. Also, würde ich nicht empfehlen.
Also gute Schuhe, Schuhwerk ist schon mal ganz gut. Dann würde ich sagen, vielleicht auch was zum Wechseln mitnehmen. Also wenn man jetzt ein T-Shirt durchgeschwitzt hat oder je nachdem. Oder wenn man weiß, ja auch nicht, wie das Wetter ist, dass man vielleicht auch eine Regenpelle dabei hat oder so. Das kann man schon mal machen. Ansonsten seid kreativ. Also Verkleidungen sind willkommen, ja? Auf jeden Fall. Also es ist ja so gewesen, dass, und das ist ja auch bei anderen Paraden so, dass die Leute sich natürlich dann auch entsprechend dann auch angezogen haben, wenn man sagt, das ist ein Feiertag, das wollen wir zelebrieren und haben sich dann halt wunderbar zurechtgemacht. Und das war immer ein großes Fest dann. Sehr gut. Und wir darf es auch gerne wieder sein. Ich freue mich jetzt schon auf die Bilder. Ja. Jetzt kommt hier sogar eine Frage aus New York City vom Gary. Ja? Der will nämlich wissen, ob es ein spezielles Flight Package gibt. Ich vermute, das ist jetzt wie mit der Bahn. Ihr bitte nicht. Ja, das ist halt so, ne? Also wir machen jetzt, wir fangen jetzt mal neu an. Und eins nach dem anderen. Wir machen jetzt erstmal hauptsächlich eine Parade und alles andere muss man dann gucken. Also das geht dann immer so um Kooperationen, um Vermarktung und so weiter. Wir haben gesagt, also wir wollen es mal jetzt erstmal ein Stück nach dem anderen, weil wir haben jetzt das so lange nicht gemacht. Wir müssen uns ein bisschen wieder trainieren und dann uns dann einarbeiten und das wird dann halt sich schon entwickeln dann mit der Zeit. Ja? Also dass dann vielleicht auch Fluggesellschaften sagen, wir machen extra dafür noch ein Package mit Kooperation mit uns. Also Gary darf sich gerne schon selbstständig jetzt Flüge buchen. Er darf gerne sich Flüge buchen, ja. Okay, sehr gut, Gary, dann mach das mal. So. Und wir können natürlich auch, da haben wir auch schon Gespräche mit Hotels in Berlin. Ich habe zum Beispiel da auch schon ein Angebot von einem Hotel, dass sie sagte, also die halten für uns auch 200 Zimmer frei. Und wer das gerne wahrnehmen möchte, der kann gerne über unsere Webseite www.raisetheplanet.com gerne Kontakt mit uns aufnehmen. Das können wir gerne weiterleiten. Also ihr connectet dann schon auch, was Übernachtungsmöglichkeiten oder so angeht. Ja, aber auch da muss ich sagen, da ist natürlich auch für die Floatmacher, also Float ist englische Wort für Wagen, mhm, ja, mit Musikanlage und so weiter. Die haben natürlich dann auch ein Bedürfnis und dann haben wir natürlich dann auch immer da schon ein Package. Aber wer sich rechtzeitig meldet, wir haben auf jeden Fall ein Kontingent da. Sehr gut. Kann man mit der U-Bahn zum Kuhdamm fahren oder ist die U-Bahn-Station denn gesperrt an dem Tag, fragt der Andi. Das kann ich gar nicht so genau sagen, weil ich gar nicht weiß, wie viele Leute kommen werden, weil es kann eventuell voll werden. Und dann sagt die BVG dann, ja, wir werden es dann mal zumachen und dann muss man halt ein bisschen weiterfahren, mhm, oder muss eher aussteigen, aber das kann ich jetzt nicht entscheiden. In der Regel ist es so, es ist erstmal, die U-Bahn fährt direkt bis zum Kudamm und auch alle anderen Stellen, da ist es ja auch U-Bahnhöfe, da kann man auch da dann aussteigen. Also wenn man jetzt sagt Neuendorfplatz oder am Wittenbergplatz, da geht schon was. Also sind alle offen. Irgendwann, ne, kommt man am Ende an beim Musik. Also ist jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwas gesperrt ist deswegen. Also dafür fangen wir ja gerade erstmal an. Und es war früher so, dass zum Beispiel der S-Bahnhof Tiergarten, der war gerne gesperrt, weil, mhm, es dann dort auch sehr eng wurde. Und deshalb hat dann die S-Bahn früher immer gesagt, das lassen wir mal zu. Und dann mussten die Leute immer bis zum Bahnhof Zoo fahren und konnten dann von dort aus zur Strecke laufen. Das Stück kann man ja auch laufen, Leute. Ja, und dann gibt es ja auch noch Brandenburger Tor, da ist ja auch noch ein U-Bahnhof. Also es gibt genug Stellen, wo man dann sich eigentlich dann anschließen kann. Oder man will gleich von Anfang an mit dabei sein müssen am Kudamm. Okay, dann kommen wir jetzt mal hier noch so zu ein paar anderen Themen. Sky ist total auf Merchandise aus, okay, und möchte wissen, ob es spezielle Merchandise geben wird, den es exklusiv an dem Tag auf der Parade zu kaufen gibt. Also auch da muss ich sagen, da fangen wir auch wieder mal ganz klein an. Wir haben Merchandise auf unserer Website, wir haben extra den Shop neu umgebaut. Und da ist also ein ganz neuer Shop da. Da kann man sich jetzt schon T-Shirts kaufen und Merchandise und auch ein Cappy, wie ich das aufhabe, kann man sich schon vorbestellen. Also wir sammeln da auch erstmal für die Cappys dann auch Anfragen, mein Vorbestellungen und so weiter. Und das kriegt man da auch, das Techno Change My Life und auch
andere Supporter-Shirts, da kann man auf jeden Fall dann dahin. Und da ist es immer so, da ist immer auch eine Spende für uns als Rave the Planet mit GmbH enthalten. Okay. Also könnt ihr machen. Am Tag selber, bald weiß ich noch nicht. Also, du möchtest die Frage jetzt noch nicht richtig beantworten. Nee, ja? Also es ist einfach zu unsicher. Also wenn wir jetzt zu viel produzieren, dann liegt es auf der Halde und das möchten wir nicht. Okay. Weil das bedeutet immer Ressourcen und Ressourcen und Ressourcen. Und wir wollen jetzt erstmal klein anfangen, mal gucken, wie es sich entwickelt. Also wir machen das jetzt seit langem das erste Mal. Und da jetzt gleich auf die Vollen zu gehen, das ist mir eigentlich... Wir wollen erstmal die Parade durchziehen, wir wollen erstmal die Musik hören, wir wollen erstmal die unterschiedlichen Wagen dann und die Musikstile erstmal präsentieren. Und wer das auch mit unterstützen möchte, kann das gerne auf unserer Webseite www.ravestheplanet.com. Musik, du hast es gerade schon angesprochen. Ja? Kommen wir zu einer der wichtigsten Fragen, finde ich persönlich auch. Ja? Wird es eine Hymne geben? Ja, es wird eine Hymne geben. Die ist auch schon fertig. Und ich möchte da aber noch nichts verraten, weil der Veröffentlichungstermin ist erst im Mai. Darfst du schon sagen, wann im Mai? 28. Mai, soweit ich das in Erinnerung habe. Es ist auf jeden Fall so, da möchte ich also noch nichts vorwegnehmen. Es wird auf jeden Fall eine Hymne geben. Und das ist auch so, dass es von den beiden, die diese Hymne gemacht haben, eine Spende an Race the Planet. Und wenn die ordentlich oft gespielt wird und auch ordentlich gekauft wird, dann haben wir natürlich auch Geld, um am Ende eine Parade damit umzusetzen. Gut, das ist also Hymne. Ne? Also kommt noch und wer diese Informationen als erstes erhalten möchte, darf auch hier wieder unseren Newsletter abonnieren auf unserer Webseite. Wird es denn 2022, also eben dieses Jahr, eine CD zur Parade geben, wie damals zur Love Parade? Da wir ja im Augenblick sehr darauf bedacht sind, eine nachhaltige Parade zu machen, möchten wir also wenig mit Plastik irgendwie zu tun haben. Und ich finde, eine CD mit so viel Plastik, das dabei ist, das möchte ich eigentlich gar nicht erst machen. Und außerdem gibt es ja alles auch digital. Von daher nehme ich davon erstmal Abstand. Okay. Also wollen wir erstmal nicht machen. Okay, und es wird auch nicht sowas wie in die Richtung eine Playlist geben, irgendwas Digitales in der Form? Also das wird auf jeden Fall, das wird es auf jeden Fall geben. Ja? Okay. Und das auch aber immer mit viel Arbeit verbunden. Wir wollen natürlich auch eine Playlist machen. Und das gibt es ja auch auf allen Plattformen, also wenn man jetzt Namen nennen will, wie Spotify oder so, da sind wir ja auch da. Und das bedeutet immer Manpower. Und im Augenblick konzentrieren wir uns mit einem sehr kleinen Team erstmal hauptsächlich auf die Parade, weil das ist für uns das Allerwichtigste, weil wenn wir uns zu sehr verfransen, dann bleibt wenig übrig für die Organisation der Parade, weil die Parade verbraucht sehr viel Zeit und es gibt sehr, sehr sehr viel zu tun, um es umzusetzen. Okay, und dann organisieren wir uns mal an diesem Paradentag. Also holt gerne Zettel und Stift raus, wenn ihr schon mal mitschreiben möchtet. Denn die Frage aus der Community kam, wann startet die Parade und wie lange dauert sie? Also wir haben Demonstration mit dem Motto von der Rave the Planet Parade Together Again angemeldet und die startet am Kudamm und war in der Höhe von der Ulanstraße, Kudamm-Ecke, Ulanstraße in der Ecke um 14 Uhr. Okay, das heißt, ich als Berlinerin kann ausschlafen, das ist ja schon mal gut. Ja. So, und dort stehen dann die Wagen und werden von dort an losfahren. Und es wird wahrscheinlich nur bis 22 Uhr gehen, aber das hängt jetzt halt dann jetzt davon ab, wie wir jetzt mit den Verhandlungen vorankommen mit der Stadt, mit den Behörden. Ob wir eventuell auch eine Sondergenehmigung bekommen, dass wir eventuell dann auch bis 23 Uhr oder 24 Uhr machen können, weil der CSD schafft das ja auch. Mhm. Und wir haben jetzt nächste Woche einen ersten Termin und da werden wir das alles erörtern. Also, wir können aber davon ausgehen, bis jetzt ist es so, von 14 bis 22 Uhr dauert die Parade. Okay. Und welche Floats wird es geben? Also, welche Wegen möchte der Jan wissen aus der Community?
Wir hatten, als wir das verkündet haben, dass wir den Spirit der Love Parade wieder zurück nach Berlin holen, als Rave the Planet Parade, im Laufe der letzten 2 Jahre dann insgesamt 300 Anmeldungen für einen Float der Parade. Wir haben jetzt dann dieses Jahr eine Aussendung gemacht an alle, die uns eine E-Mail geschickt haben, dass sie daran teilnehmen wollen. Und wir warten noch auf den Feedback, weil wir haben jetzt natürlich unsere Bedingungen und wir wollen natürlich auch wissen, wer seid ihr und was macht ihr und was für Musik spielt ihr, was habt ihr für ein Line-up und das Ganze, was wir alles wissen wollen, denen geschickt. Und wir warten jetzt noch bis zum 30. April auf die Rücksendung der Formate, also der Konzepte, wie soll es aussehen, was macht ihr alles, wie sieht euer Wagen aus und so weiter, da warten wir jetzt noch. Deshalb kann ich über wer teilnehmen wird, noch gar nichts sagen. Auch da bitte noch ein bisschen Geduld haben. Wir werden das natürlich auch in den Social Media natürlich überall auch bekannt geben. Das ist natürlich für uns auch eine Verantwortung, dass wir das, was der Aufwand ist für die ganzen Teilnehmer als Wagen, das natürlich auch präsentieren wollen. Das sehe ich uns auch in der Pflicht und so weiter. Das ist natürlich uns auch ein Bedürfnis zu zeigen, wer ist das alles und damit auch die Leute wissen, welcher Wagen nimmt eigentlich teil und wo kommen die her und was ist das alles und so weiter. Und das finde ich ist der Mindeste, was wir tun können für die Wägen. Wir wollen natürlich noch viel mehr machen, also eine schöne Präsentation und so weiter und auch eine Begleitung und Bilder für eine Nachbereitung und so weiter. Aber bis jetzt kann ich das noch gar nicht sagen, wer am Ende welche Wägen, welche Trucks teilnehmen werden und wer da drauf spielen wird. Weil wir sind jetzt noch im Prozess des Anschauens. Okay, also die Frage, welche DJs dabei sind, die kannst du auch noch nicht beantworten. Das wäre jetzt hier mal der Nächste gewesen. Nein. Gut, leider. Aber gibt es da schon so offizielles Datum vielleicht, wann ihr announced? Das wird rechtzeitig passieren. Also wir werden es einen Monat vor der Parade, wenn wir es auf jeden Fall sagen. Okay, also ihr müsst euch noch gedulden, Leute. Wie viel... Oh, jetzt, also das ist ja eine technische Frage jetzt. Der Andi, warum auch immer er das wissen möchte. Wie viel Watt haben die Anlagen auf den Floats? Das ist eine gute Frage. Das ist eigentlich gar nicht so wichtig, sondern man muss eigentlich fragen, wie laut dürfen sie sein? Weil du kannst natürlich richtig viel Verstärkerleistung haben, aber die Auflagen bei Demonstrationen in der Stadt sind ja so, dass wir nicht lauter sein dürfen als 95 Dezibel. Okay. Ja? Und da spielt die Wattzahl gar keine Rolle. Wenn wir aber wissen wollen, wie viel Watt wir in der Vergangenheit hatten, da hatten wir zum Beispiel 1999 hatten wir so viele Wägen und so viel eine so große Installation, auch um die Siegessäule herum. Und wir haben das mal zusammengerechnet mit allen 50 Wägen und unserer eigenen Anlage um die Siegessäule herum. Das waren 1 Million Watt Verstärkerleistung zur Love Parade 1999. So, dass du keinen Hörschaden hast. Was? Ich habe keinen Hörschaden. Wie kommt man auf einen Float und was kosten die Tickets dafür? Na, was die kosten, haben wir ja am Anfang schon geklärt, das wissen wir jetzt noch nicht, ne? Das hängt also wirklich dann auch von dem Wagenmacher ab. Weil wir... Wir von der Paradenseite machen ja, also wir von als Veranstalter machen ja die Wägen gar nicht, sondern wir sagen ja, wir organisieren die Demonstration und die Floatmacher, die bestimmen dann, wie sie dann halt das Ganze finanzieren. Also entweder man weiß dann, welcher Club das ist, weil man dann halt in dem Club dabei ist oder welcher DJ das ist und so weiter. Und dann kann man sich da mit denen dann vielleicht in Verbindung setzen oder man ist da sowieso im Team drin und dann kommt man darauf. Ansonsten muss man sich dann halt selber darum kümmern, dass man halt sagt, ich will da auch ein Ticket kaufen, weil der und der Wagen ist mit dabei. Aber ansonsten ist es doch eigentlich so, unsere Tradition, wir tanzen auf der Straße, oder? Ja, da ist man auch
Ich frage mich dann auch, wenn man auf so einem Wagen drauf ist, ne, dann ist man ja auch so gebunden an diesen Ort. Der eine mag es, der andere mag es nicht. Also ich finde es eigentlich besser, man kann eigentlich viel besser tanzen auf der Straße. Mhm. Ja, voll. Wird es eine Abschlusskundgebung geben an der Siegessäule? Das hatte ich auch schon gesagt, aber ich sage ja nochmal, wir werden also bis 22 Uhr, wir werden ungefähr, würde mal sagen, um 20 Uhr ungefähr dann am Brandenburger Tor einfahren oder um 19 Uhr schon einfahren auf der Straße des 17. Junis und dann Richtung Siegessäule fahren. Und dort gibt es dann in der letzten Stunde eine Abschlussmitgebung. Also in dieser Zeit, wo wir dann da aufgestellt sind, die Wagen bleiben dann stehen und dort kann dann jeder Wagen nochmal Musik spielen bis zum Ende. Und wir werden dort auch dann auch Reden halten, aber auch dann die Abschlussmitgebung haben. Okay. Da werden dann auch von unserem Wagen, wir werden auch einen eigenen Wagen haben von Rave the Planet, dort dann auch DJs haben, die dort auch dann dort auch zur Abschlussumgebung spielen werden. Also selbst wenn man an diesem besagten Samstag keine Zeit hat, spätestens abends muss man dann am Start sein. Auf jeden Fall. So sieht's aus. Ja. Und dann ist ja das Wichtigste hier in Berlin, wo geht's danach weiter? Es gibt ja sehr viele Clubs in Berlin, also alle denke ich, werden sich darauf vorbereiten, dass dann halt auch ein entsprechendes Programm gibt. Es wird auch Afterpartys, offizielle Afterpartys geben, weil da sind wir schon mit drei Veranstaltern im Gespräch. Auch das wird alles noch bekannt gegeben. Okay, müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Also wir sind, also wirklich, also es gibt drei Veranstalter, mhm. Mit denen wir auch schon reden und die auf jeden Fall auch gesagt haben, wir möchten gerne eine offizielle Afterparty von der Rave the Planet Parade dann sein im 9. Juli in Berlin. Und dann knallt es. Dann knallt es ordentlich. So. Medien, Foto- und Presseakkreditierung, da kamen auch einige Fragen. Ja, ich bin ja selber hier im Radio tätig. Ich weiß, man versucht sich ja manchmal so reinzufuchsen über so Akkreditierung. Aber wir klären die Fragen trotzdem. Gibt es Berichte via Social Media, Zeitungen und erscheint ein Magazin zur Parade? Wir leben in einer digitalen Zeit und auch da muss ich sagen, gibt es halt so Magazine, wollen wir eigentlich nicht machen. Digitales Magazin? Eins nach dem anderen. Also okay. Wir werden natürlich Informationen sammeln und wir werden natürlich auch ein Plakat haben. Mhm. Und das wird es dann auch gerne verteilt. Und da wollen wir eigentlich das so machen, dass wir auf der einen Seite Plakat haben von der Parade und zum anderen auf der Rückseite werden wir das auch dann benutzen, wie wir das früher auch hatten, dass wir dort dann auch wieder zweisprachig dann Informationen drauf haben, wer, wann, wo, wie, was. Also welche Wagen sind dabei, wo gibt es Partys dann in Berlin, wo gibt es Afterpartys in Berlin, wo kriegt man Informationen und so weiter und so weiter. Auch so Sicherheitshinweise, Empfehlungen, wie man sich damit auf der Parade verhalten soll. Man muss nämlich immer auch bedenken, es ist im öffentlichen Raum und man muss auch bedenken, dass man ein bisschen Aufmerksamkeit hat für sich selber, als auch für andere, weil wir werden natürlich auch Awareness-Teams haben, die sich dann auch kümmern und ansonsten sind wir natürlich auch mit Funk verbunden und wir haben auch immer direkten Kontakt mit der Polizei, damit auch da nichts passiert. Und alle diese Informationen werden natürlich dann auf der Rückseite des Plakats dann auch präsentiert und auch aufgedruckt. Und das ist eigentlich so, wie wir dann versuchen, zum einen halt zu zeigen, das ist unser Plakat und das können auch die Leute dann mitnehmen. Und auf der anderen Seite findet man auch Informationen. Also ein Leporello, sagt man dann, wird das sein. Und wird es dann irgendwie am Startpunkt oder an den verschiedenen Punkten auf der Parade irgendwo zu erwerben sein oder dass man sich das dann mitnehmen kann? Genau. Okay, gut. Super. Also es wird da verteilt. Mhm. Aber alle Informationen wird es dann auch, online geben. Man kann sich dann auch downloaden und auch selber ausdrucken. Aber eigentlich am schönsten ist ja das Original richtig festzuhalten.
Das stimmt, da wären wir wieder bei exklusiven Merchandise in dem Sinne. Ja. Da hätte man dann was in der Hand, was es genau. eben nur an dem Tag gibt. Genau. Wird das Event im TV übertragen? Das ist ein bisschen eine Frage, weil wir natürlich gerne auch im Fernsehen sein möchten, weil wir natürlich darüber dann auch einen guten Multiplikator haben bezüglich der Sache an sich, als auch für die teilnehmenden Wagen, die dann natürlich im Fernsehen dann erscheinen. Und das hängt aber dann wiederum dann vom Fernsehsender selber ab, weil die natürlich dann entscheiden, ob das ein öffentliches Interesse gibt oder nicht. Und ich sehe es aber erstmal entspannt, weil uns geht erstmal darum, das überhaupt zu machen. Und wenn dann wir sind demnächst dann auch im Gespräch mit dem RBB, wo dann entschieden wird, ob sie das dann auch begleiten werden oder nicht. So wie den Kölner Karneval. Naja, also das ist für mich alles eigentlich zu weit in der Zukunft, weil uns ist wichtig, erstmal geht es um uns, ja, und wir wollen erstmal eine schöne Parade feiern. Ja, der Raphael, der hat einfach gehofft, dass er ins Fernsehen kommt, der die Frage gestellt hat. Also das wird man dann halt sehen, ob dann halt Presse kommt, das ist aber noch viel zu früh. Alles klar. Ja, ist es möglich, sich als offizieller Fotograf zu akkreditieren, um Fotos auf den Floats zu machen? Der Walter, der will hier von Float zu Float hopsen und Fotos machen. Das geht auf jeden Fall. Auch da kann ich wieder sagen, wer sich als Fotograf oder sonst irgendwie als Journalist akkreditieren möchte, kann das gerne über unsere Webseite tun. Da ist ein Kontaktformular und dann kann man sich entsprechend halt bemerkbar machen. Und das geht auf www.raisetheplanet.com. Sehr gut. Und allgemeine Frage hier noch, darf man Fotos und Videos machen? Also kann man mit Ja antworten. Da habe ich heute eine sehr interessante Idee gehabt, weil wir sind natürlich die Fragen auch durchgegangen. Mhm. Und was ich eigentlich gut finden würde, ist, natürlich darf jeder Videos und Fotos machen. Und vielleicht machen wir dann gemeinsam einen Aftermovie. Also schickt uns einfach dann, wenn ihr die Videos habt und die Fotos habt, einfach zu und dann machen wir ein wunderbares Aftermovie davon und dann seid ihr vielleicht dann auch dann dabei mit eurem Video. Also seid herzlich eingeladen, macht ordentlich viele Fotos. Auf der anderen Seite finde ich das natürlich auch gut, wenn man tanzen will, dann ist natürlich immer so mit dem Handy in der Hand immer blöd. Also das kann aber jeder selber entscheiden. Ich finde, also von mir aus, ich mag es lieber, wenn ich nicht immer die ganze Zeit jetzt irgendwie irgendwas festhalten muss, sondern ich möchte gerne eigentlich das genießen, das Tanzen mit allen zusammen zu dieser tollen Musik. Ja, wenn man als Gruppe unterwegs ist, kann ich immer nur empfehlen, eine Person zu beauftragen, die eh immer gerne Fotos und Videos macht und dann haben die... Ja, das ist eine gute Idee. Ansonsten seid ihr herzlich eingeladen, uns das zuzuschicken, wenn ihr denkt, ihr habt interessantes Material. Immer her damit. Oh Gott. Natürlich, na klar. Warum? Dann machen wir gemeinsam ein Aftermovie, ist doch toll. Weil ich finde das eigentlich sowieso gut. Wir machen es alle zusammen. Ja, interessantes Material ist jetzt Auslegungssache. So, alles klar. Naja. Ich bin hier, glaube ich, am Ende der Fragen. Bist du am Ende der Fragen? Ja, also ich habe hier keine mehr. Genau. Dann habe ich jetzt noch was. Okay. Und zwar habe ich etwas, was ich schon mitbringen kann. Und zwar, wie sieht das Poster aus? Es kam noch eine Frage aus dem Chat, und zwar, ob es frei hier liegt. Oh, gute Frage. Wird es Freibier geben? Das interessiert mich jetzt auch. Also ich muss sagen, da wir eine Techno-Parade machen, muss ich sagen, ich persönlich finde Alkohol ganz doof. Also und das kann nämlich auch ein Sicherheitsrisiko geben, weil wenn wir jetzt dann alle betrunken sind, dann sind wir unkontrolliert und können selber auch zu Schaden kommen, wenn ich jetzt betrunken bin zum Beispiel. Und dann hörst du gar nicht mehr die Musik und tanzt auch gar nicht mehr, weil mit Alkohol tanzen ist eigentlich ganz schlecht, finde ich. Und deshalb
werden wir, wenn wir eine Getränkeversorgung zur Verfügung stellen, dann eigentlich am liebsten ohne Alkohol. Das ist eigentlich mein größter Wunsch. Ja. Ja? Weil das einfach auch mit Alkohol immer auch ein Sicherheitsrisiko ist. Also, und Freibier, das geht leider nicht. Wir sind ja auch in Berlin und nicht in München. Das ist ja wurscht, ja. Also ich muss sagen, also wir sind eigentlich eine bewusste Kultur. Wir wollen hier friedlich zusammenkommen. Wir wollen auch ein Zeichen für ein Miteinander und einen guten Spirit eigentlich auch setzen. Und deshalb ist also Alkohol ist dann eigentlich der falsche Ansatz, muss ich sagen. Ja, also ich bin also eher so, dass ich sage, trinkt lieber Wasser und dann könnt ihr besser tanzen. Und das ist ja das, was wir wollen. Wir sind ja eine Tanzkultur und wir sind eine Musikkultur und das ist das, was wir also von Race the Planet auch präsentieren wollen. Und am Ende ist das auch eine Demonstration und kein Volksfest. Ja, wenn es ein Volksfest ist, dann halt auf diese Art, eine elektronische Musikkultur, die sich quasi in den 90er Jahren ja auch stark bemerkbar gemacht hat. Das ist ja im Wiedervereinigungsprozess auch fest verankert, ja, in Berlin. Die Parade hat also wirklich auch dazu beigetragen, dass Ost und West und alle Menschen da zusammengekommen ist und auch ein starkes Zeichen gesetzt haben für ein friedliches Miteinander. Das war ja auch immer die Mottos, also We are one family zum Beispiel, ja, oder Peace on Earth und so weiter. Und das möchten wir eigentlich fortsetzen, dass wir also hier zeigen, wir sind Menschen, wir sind alle Teil der gleichen Familie und deshalb möchten wir das auch wieder umsetzen und dafür gehen wir auf die Straße mit Musik, tanzenderweise. Sehr gut, sag dann nochmal das Motto, ich finde es so schön. Together again. Sehr gut. Kam denn und noch hier, eine Frage? Oder hier ist das Poster dazu. Vielleicht kannst du das ja mit festhalten. Dürfen wir? Ja. Dürfen wir ja oder nein? Natürlich. Okay. So, und das ist das Poster zur Parade. Kann man das gut sehen? Ich stelle mich mal hin. Könnt ihr das sehen? Wie gefällt euch das? Keine Antwort hier jetzt. Also da steht drauf, Rave the Planet Together Again, 9. Juli 2022. Was bekomme ich über den QR-Code hier unten? Da kommst du direkt zu unserer Webseite. Mensch, klasse. Ne? Das ist super. Noch Fragen? Also ich freue mich drauf. Ich hoffe, das wird eine wunderbare. Gibt es ein Musikvideo zur Hymne? Die Hymne, die noch nicht veröffentlicht wurde, die wir jetzt hier noch nicht hören dürften. Also wir sind da auch genauso, wie wir schon gewesen sind, auch da bei ein Konzept dafür natürlich zu entwickeln. Und das wird dann auch hoffentlich auch so kommen, dass wir vielleicht 2 Wochen später dann auf YouTube das dann präsentieren werden. Also es wird ein Video geben? Ja. Sehr schön. Wenn wir das benutzen können. Und dann noch die letzte Frage, wo kann man dieses wunderschöne Poster kaufen? Wo, hat man das jetzt gehört? Soll ich es nochmal wiederholen? Wo kann man dieses wunderschöne Poster kaufen, kam noch als Frage. Also wer das gerne erwerben möchte, kann das gegen eine Spende tun und wir können das dann auch zuschicken. Alles das geht auch über unsere Webseite, gerne Kontakt mit uns aufnehmen oder auch über Social Media schreiben, wenn man das gerne haben möchte. Aber am besten ist es eigentlich über das Kontaktformular. Ich möchte mir das hier nochmal angucken, ich finde es so schön. www.ravestheplanet.com. Wir können das auch in unseren Spendenshop einstellen. Und wir können das auch in unseren Spendenshop einstellen. Und dann könnt ihr gegen eine Spende das gerne euch zuschicken lassen. Wessen Hände sind das? Das sind die Hände unserer Mitarbeiter. Da haben wir uns getroffen und haben dann halt dieses schöne Foto gemacht. Und das ist halt jetzt dann zu einem Herz geworden aus den Händen unserer Mitarbeiter. Schön. Ja, ne? Okay. Ich freue mich, wirklich. Ich freue mich auf eine großartige Parade. Sehr gut, ja, ich freue mich auch und vor allem freue ich mich, wenn der Gary wirklich aus New York anreist, das fände ich ja richtig geil.
Ich muss sagen, also dieser Barcode hier unten ist eigentlich auch ein direkter Zugang zu unserer Spendenaktion. Das geht eigentlich dahin, ja. Also wir haben da natürlich auch, wenn Leute spenden möchten, direkt den Barcode drauf, dann geht direkt dann der Link auf. Perfekt. Also wenn ihr jetzt schon Bock auf das Poster habt, dann einfach mal auf www.ravetheplanet.de vorbeischauen. .com, Entschuldigung. Ja, du bist hier zum Antworten da, nicht ich. Ja, also ihr könnt gerne dann vorbeischauen. Wir werden es also, es ist noch nicht eingestellt, aber wir werden es dann ganz schnell machen. Und wenn es soweit ist, auch da wieder uns folgen auf den Social Media. Und es wird dann auch bekannt gegeben. Jetzt könnt ihr dann auch mit einer Spende dieses Plakat dann erwerben. Sehr gut, okay. Motte, ich übergebe dir das letzte Wort. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle am Start wart. Vielen, vielen Dank, dass ihr im Vorhinein ganz viele Fragen gestellt habt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, vielleicht müssen wir das in die Richtung in 1-2 Monaten nochmal wiederholen. So, können wir gerne machen, ja. Dass wir dann alle auf dem neuesten Stand sind. Denn bei manchen Dingen bin ich ja auch noch nicht zufrieden. Ich wurde ein bisschen vertröstet hier. Es ist halt so. Ich bin sehr neugierig jetzt. Wir sind halt im Prozess und es ist halt in Entwicklung und wir haben halt die Entwicklung und die ganze Arbeit, die jetzt da noch drinsteckt, das ist halt noch nicht zu Ende. Also, und das Ergebnis wird man dann halt spätestens sehen, wenn wir am 9. Juli uns dann in Berlin alle treffen. Und bis dahin ist es noch viel Arbeit und es muss angeschaut werden, es muss organisiert werden. Und das ist halt so, ne? Also eine Party oder eine Demonstration oder eine Veranstaltung macht sich nicht von alleine. Und das muss halt vorbereitet werden. Und für uns ist ja das auch so, genauso wie das auch in den 90ern immer gewesen ist, die Sicherheit ist für uns das Allerwichtigste. Also, wenn ihr dabei sein wollt am 9. Juli, dann markiert euch das Datum jetzt schon im Kalender. Genau. Und das ganze Rave the Planet Team steigt jetzt wieder quasi in die Arbeitsklamotten und regelt noch alle Sachen. Und ich hoffe, dass wir dann eine ganz, ganz, ganz tolle Parade haben. Also ich freue mich darauf und das, ich glaube, das Feedback, was wir haben von ganz vielen, es freuen sich wirklich ganz, 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 ganz viele. Also ich war jetzt ja auch schon wieder unterwegs als DJ. Und dann war ich zum Beispiel sogar in Österreich, in Wien, und da haben ganz viele gesagt, wir sind dabei, wir kommen. Ja, also es sind wirklich viele Leute, die wirklich kommen wollen. Und wir haben auch zum Beispiel aus Polen auch schon gehört, dass dort die Leute auch schon in den Startlöchern sind und es kaum erwarten können, wieder nach Berlin zu kommen und dann wieder bei dem Original Spirit mit dabei zu sein. Love Rave Spirit als Rave the Planet Parade mit dem Motto Together Again. Am 9. Juli und ich freue mich auf euch. Feiert mit uns und wir sagen jetzt Tschüss. Wir sehen uns. Vielen Dank.